IT-Sicherheit ist deswegen ein Problem geworden, weil die Vernetzung immer weiter zunimmt. Also insbesondere Systeme, die vorher gar nicht vernetzt waren und dementsprechend ohne Berücksichtigung von IT-Sicherheit entwickelt wurden, sind jetzt plötzlich am Netz. Das sind Fahrzeuge auf der einen Seite, das sind aber eben auch Dinge wie kleine Mobilgeräte, die Wetterkontrollstationen, die dann plötzlich zu Teil eines Botnetzes werden könnte, wenn sie gehackt ist. Wir können auf jeden Fall beobachten, dass erfolgreiche Hackerangriffe in letzter Zeit, also zum Beispiel durch Ransomware, WannaCry und so weiter, dass das plötzlich in einem viel größeren Umfang eine breite Masse an Firmen oder Behörden getroffen hat. Und da steckt natürlich auch eine neue kriminelle Energie dahinter, dass die Leute plötzlich merken, dass man durch einen Hackerangriff nicht nur Informationen erlangen kann, sondern tatsächlich auch einfach Geld verdienen. Da stecken Geschäftsmodelle dahinter. Also einmal nur die Sicherheit sicherzustellen reicht eben nicht. Sicherheit ist dynamisch. Das heißt also, es kann sich jederzeit eine Änderung an der Bedrohungslage ergeben, also eine neue Schwachstelle. Und dann muss darauf reagiert werden, zum Beispiel eben durch ein Sicherheitsupdate. Und das betrifft ein Fahrzeug genauso wie einen Windows-Rechner, wo wir das längst kennen. Es gibt Bereiche, die sich schon lange mit IT-Sicherheit beschäftigen, also gerade Firmen, Militär, Bankwesen. Dort ist eine Sensibilität schon lange vorhanden, aber die Bedrohungslage ist jetzt in einer ganz anderen breiten Masse verfügbar und das wird sich auf jeden Fall intensivieren. Also gerade dadurch, dass Geräte vernetzt werden, die nie dafür gedacht waren, sicher zu sein, jetzt plötzlich trotzdem irgendwie einen Internetzugang bekommen und in einer viel größeren Zahl als vorher, also Internet of Things, die vernetzte Waschmaschine als Beispiel, das ist tatsächlich eine Situation, die die Lage in Zukunft auf jeden Fall verschärfen wird.